Hi Leute, gibt noch einen schnellen Cocktail. Und zwar geht es heute um den Moonlight Cocktail. Das ist ein Twist von einem Aviation. Und zwar benutzen wir da ein bisschen Cointreau anstatt Maraschino, wie bei einer Aviation. Und es gibt ein bisschen Limettensaft statt Zitronensaft. Das ist so der Unterschied. Was sie gemein haben ist, es ist beides Male ein Gin-Drink. Also haben wir noch Gin drin. Und ein bisschen Creme de Violette, also ein Veilchenlikör. Gar nicht so leicht zu machen, der Drink, beziehungsweise man kann sich natürlich leicht ans Rezept halten. Aber den auch wirklich gut zu machen, ist gar nicht so leicht, denn der Creme de Violette ist sehr, sehr intensiv. Soll so ein bisschen eine florale, blumige Note in den Drink bringen. Und benutzt man zu wenig, hat man nicht so viel davon. Und zu viel schmeckt der Drink sehr schnell nach, na, ich sag mal, Seife. Das wollen wir natürlich nicht und deshalb sind wir ganz vorsichtig damit. Ich habe jetzt benutzt oder verwendet 2 Zentiliter Limettensaft und 1,5 Cointreau. Und dann mache ich jetzt mal so einen überlaufenden Barlöffel Creme de Violette mit dazu und eben noch ein bisschen Gin. So. Oder ein bisschen, sogar ein bisschen mehr, nämlich 5 Zentiliter nehme ich davon. So. Einmal abschmecken, wie gesagt. Creme de Violette wird schnell zu viel. Passt aber hier ganz gut. Ist für manch einen sogar der bessere Aviation, der Drink. Das Ganze auf Eis geschüttelt. Und in einen Cocktail spitzt das Ganze. Und da haben wir unseren Moonlight Cocktail. Cheers!